Guten Tag, ich freue mich, dass Sie an meiner Folienpräsentation zum Thema Treibhauseffekt und Klimawandel teilnehmen wollen. Nein, ich bin kein Klimawandelleugner. Hier beginnt allerdings schon das Übel der derzeitigen Klimadebatte. Das Wort Leugner dient im Zusammenhang mit dem Klimathema dazu, Menschen als amoralisch, das heißt minderwertig zu kennzeichnen. So ähnlich wie man Schwerverbrecher im Knast durch spezielle Kleidung kenntlich macht. Mit der Bezeichnung Leugner für Andersdenkende will man sich selbst moralisch erheben. Die Bezeichnung dient auch dazu festzulegen, dass man selbst Recht hat und der Andersdenkende verwerflich ist, weil er eine andere Meinung vertritt. Wie wenig hat ein Argument, in dem das Wort Leugner gegen Andersdenkende einfließt, noch mit Wissenschaft und wissenschaftlicher Diskussion zu tun? Wie unsicher müssen die Fakten und eigenen Argumente sein, wenn man es nötig hat, Andersdenkende als Leugner zu bezeichnen? Das Wort Leugner ist ein Unwort, das allenfalls in polizeilichen Verhörmethoden Verwendung finden kann, aber weder in wissenschaftliche Diskussionen und Argumente einfließen sollte, noch in demokratische Meinungsäußerungen. In dieser Präsentation soll es nicht um Leugnen und Leugner gehen, sondern die Frage nach den wahren Ursachen des Klimawandels soll das Leitmotiv sein, und was zu tun wäre, wenn begründete Zweifel an der derzeitigen CO2-These bestehen, dass der Klimawandel überwiegend vom Menschen aufgrund seiner CO2-Emissionen verursacht wird. Ich sage nicht, dass menschengemachte CO2-Emissionen kein Faktor bei der Klimaerwärmung sein kann, ich sage nur, wir Deutschen sollten nicht aus Angst vor einem angeblich kurz bevorstehenden Weltuntergang Dinge tun, die vermeintlich die Welt retten, uns aber bald bereuen lassen, was wir in Wirklichkeit kaputt gemacht haben. Erstens glaube ich nicht, dass hektische Maßnahmen ohne Sicherheit über die Ursachen des Klimawandels zielführend sind, und zweitens wäre es vermessen zu glauben, wir Deutschen müssten alleine die Welt retten. Wir sollten uns erst einmal vorurteilsfrei mit ein paar unbequemen Fakten auseinandersetzen und über die wahren Ursachen des Klimawandels debattieren, ohne andere Meinungen als Lügen abzuqualifizieren. Erst danach sollte es zu einem besonnenen ideologiefreien Handeln kommen. Je nach Ergebnis, kann das Handeln ganz anders aussehen, als das, was bisher Klimaaktivisten fordern. Doch so weit sind wir noch nicht. In dieser Präsentation weise ich auf unbequeme wissenschaftliche Fakten bzw. Meldungen aus der Wissenschaft hin. Die Reihenfolge der Folien habe ich so aufgebaut, dass so etwas wie ein roter Faden entsteht und ich am Ende nachvollziehbare Schlussfolgerungen ziehen kann. Ich hoffe, dass Sie, wenn ich Ihrem Weltbild entgegengesetzte Fakten präsentieren sollte, nicht gleich den Saal verlassen. Vielleicht ist es für Sie aber auch ein Ansporn, darüber nachzudenken. Und wenn diese Präsentation konform mit Ihrem Weltbild gehen sollte, umso besser. Eines kann ich auf jeden Fall versprechen, es wird eine interessante Präsentation für Sie. Treibhauseffekt und Klimawandel. Energiewende, ja bitte, aber nicht wegen CO2. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Forderung der WBGO, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung, globale Umweltveränderungen. Es muss eine weltweite Transformation zu einer Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe geben. Es müssen Strukturen für globale Politikgestaltung aufgebaut werden. Die gesellschaftliche Erneuerung soll durch Einsicht erfolgen. Frage: Sollen alle Nicht-Einsichtigen zur Einsicht gezwungen werden? Und was ist mit nicht-einsichtigen Staaten? Soll es deswegen Krieg geben? Die Kritik des Historikers Wolfgang Wippermann. Und was, wenn jemand nicht einsichtig ist? Gewalt. Die Autoren fordern diese Einsicht ja ein. Das ist nicht Demokratie, wie wir sie haben und was wir unter Demokratie verstehen. Das ist etwas anderes.
WGBO-Mitglied Professor Klaus Leggewi stufte die Warnungen vor einer Ökodiktatur dagegen als Verschwörung ein. Kommt die Klimaapokalypse, wenn man nicht einsichtig ist? Bisher ist noch nie eine prophezeite Apokalypse eingetreten. Wozu dienen dann Warnungen vor einer bevorstehenden Klimaapokalypse? Warnungen vor einer kurz bevorstehenden Klimaapokalypse sollen die Menschen in Angst versetzen. Sie sollen dadurch zu neuen Einsichten gezwungen werden. Sie sollen bereit sein, rücksichtslos Opfer zu bringen, zu welchem Zweck auch immer. Propheten und Trittbrettfahrer verfolgen häufig andere Ziele als verängstigte Menschen, seien es politische, religiöse, Einführung einer Ökodiktatur oder monetäre Ziele. CO2-Schwankungen in der Erdgeschichte. Die meiste Zeit in den letzten 65 Millionen Jahren war die CO2-Konzentration höher als heute. Das CO2-Niveau vor 56 Millionen Jahren reicht trotz seiner Höhe bei weitem nicht aus, um eine Klimaerwärmung von 6 Grad Celsius zu erklären. Offensichtlich gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen CO2-Emission und Klimaerwärmung. Fehlschlüsse. Aus Ländern, in denen die meiste Schokolade konsumiert wird, kommen die meisten Nobelpreisträger. Fehlschluss: Das Essen von Schokolade bringt Nobelpreisträger hervor. In Sommern mit hohem Speiseeisumsatz treten die meisten Sonnenbrände auf. Fehlschluss: Eisessen führt zu Sonnenbrand. Die Zahl der Störche im Burgenland ist zurückgegangen, die Zahl der Neugeborenen hat ebenfalls abgenommen. Fehlschluss: Störche bringen Babys. Seit mehr als 150 Jahren steigt die CO2-Konzentration in der Luft, im gleichen Zeitraum nahm die globale Temperatur zu. Fehlschluss. Wie lautet der Fehlschluss beim letzten Punkt? Bitte denken Sie selbst nach. Klimafaktoren sind mögliche Ursachen für einen Klimawandel. Kosmische Strahlung, Protonen und Alpha-Teilchen, sorgt für Erderwärmung. Natürliche Schwankungen des Erdmagnetfelds beeinflusst die kosmische Strahlung und damit die Erderwärmung. Unregelmäßige Sonnenaktivität beeinflusst die Erderwärmung. Vulkanische Aktivitäten stoßen große Staubmengen und CO2-Mengen aus, beeinflussen die Sonneneinstrahlung und damit die Erderwärmung. Schwankungen der Erdbahnparameter, Variation des Neigungswinkels der Erdachse, beeinflussen die Sonneneinstrahlung und damit die Erderwärmung. Die Aktivität der marinen Biosphäre, Plankton, reguliert den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Und weitere Faktoren beeinflussen die Erderwärmung. Studie des Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Es wurden schlüssige Beweise für die Ursache des Temperaturmaximums vor 56 Millionen Jahren vorgelegt. Damals sind 30 Mal mehr als alle bisher verbrannten fossilen Brennstoffe und alle noch vorhandenen Reserven in die Atmosphäre gelangt. Die Konzentration des atmosphärischen CO2 stieg von 800 ppm auf über 2000 ppm. Das ist der fünffache gegenwärtige Wert. Wie stark beeinflusst der Mensch die Konzentration an atmosphärischem CO2, wenn er maximal den 30. Teil der damaligen Mengen emittieren kann? Der Anstieg der Kohlendioxidkonzentration war vor 56 Millionen Jahren 2000 ppm minus 800 ppm gleich 1200 ppm. Der 30. Teil von 1200 ppm ist 40 ppm. Das ist ca. 10% des jetzigen Standes von 385 ppm. Wenn damals die Temperatur um ca. 6 Grad Celsius stieg,
dann wäre der 30. Teil davon nur 0,2 Grad Celsius. Fazit: Die anthropogene, das heißt menschengemachte CO2-Emissionen kann die Erderwärmung nur unwesentlich beeinflussen. Der Klimawandel muss andere Ursachen haben. Globale Temperatur und Menge des atmosphärischen CO2. Ein kausaler Zusammenhang zwischen globaler Temperatur, graue Kurve, und atmosphärischem CO2, rote Kurve, ist nicht erkennbar. Quellen für atmosphärisches CO2. Ozean. Der Ozean enthält die 50-fache Menge CO2 des Anteils, der sich in der Atmosphäre befindet, siehe Wikipedia. Vegetation, Verwesung. Vulkanische Emission. Anthropogene Emission. Und weitere Quellen. Wie viel CO2 gelangt in die Atmosphäre, wenn der Ozean aufgrund kosmischer Ursachen um einen Grad wärmer wird? Bei 0 Grad Celsius können maximal 3,4 Gramm CO2 im Liter Wasser gelöst werden. Bei 30 Grad Celsius sind es nur noch 1,3 Gramm. Die Differenz von 2,1 Gramm entweicht in die Atmosphäre. Pro Grad Temperaturanstieg entweichen bezogen auf die ursprüngliche Menge von 3,4 Gramm 2% oder der 50. Teil. Da der Ozean 50 mal so viel CO2 enthält wie die Atmosphäre, würde bei einer Temperaturerhöhung um ein einziges Grad genauso viel CO2 in die Atmosphäre entweichen, wie sich bereits dort befindet. Fazit: Aus dem Meer können riesige CO2-Mengen in die Atmosphäre gelangen. Durch komplettes Verbrennen aller fossilen Brennstoffe ist das unmöglich. Die Einsicht. Die Wissenschaftler der WBGU fordern gesellschaftliche Erneuerung durch Einsicht. Zu welcher Einsicht muss man aufgrund der Faktenlage als rational denkender Mensch kommen? Bitte beantworten Sie diese Frage für sich selbst. Wenn der Mensch nicht den Klimawandel verursacht, können wir dann unbekümmert fossile Brennstoffe verbrauchen? Nein, denn die Ressourcen sind begrenzt und wären bald am Ende, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die fossilen Ressourcen sind zu wertvoll für unsere chemische Industrie, als dass wir sie verbrennen sollten. Sollen wir dann komplett auf Elektromobilität umstellen? Nein, denn dafür werden knappe Metalle und seltene Erden gebraucht, deren Ressourcen noch schneller am Ende sein werden, als die der fossilen Brennstoffe. Eine komplette Umstellung schädigt unsere wichtigste Industrie und unseren Wohlstand. Was ist dann die Lösung? Wir können mit Hilfe von Ökostrom, atmosphärischem CO2 und Wasserökodiesel herstellen. Zum Beispiel Firma Sunfire macht Sprit aus Luft statt aus Öl. Es gibt weitere Hersteller, die das auch machen. Die Vorteile von Ökosprit aus der Luft. Ökosprit ist CO2-neutral. Klimaneutral. Besänftigt hartnäckige Anhänger der CO2-Treibhaus-Hypothese. Erhält unsere bisherigen Technologien. Schont unsere Industrie. Schont unseren Wohlstand. Mehr zum Thema können Sie im Buch nachlesen. Titel: Treibhauseffekt und Klimawandel. Energiewende, ja bitte, aber nicht wegen CO2. Mit dem QR-Code kommen Sie direkt in den Buchshop. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.